So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Bloody Platin. Und wie wir im heutigen Intro gesehen haben, hat sich mein Flamara... Ne, andersrum. Hat sich mein Evoli zu einem Flamara entwickelt. Zu einem prächtigen Flamara. Und guckt euch das mal an. Mit dem frechen Wesen kommt es aus satte 136 Angriff. Und Flamara, du bist einfach nur so schlecht, Mann. Warum kannst du denn bitte nur Feuerwirbel zu diesem Zeitpunkt erlernen? Das ist unglaublich. Der nächste Feuermove, der Flamara beigebracht werden kann, ist nämlich... Und jetzt haltet euch fest, Feuerzahn. Feuerzahn auf Level 43. Es ist ja schon in zwei Level, ich weiß, aber Feuerzahn. Leute, warum Feuerzahn? Warum Feuerzahn? Warum kann das Ding denn nicht Flammensturm erlernen, wie in den Generationen danach? Aber in diesem Spiel ist der nächste beste Angriff leider Feuerzahn. Das ist nicht gut. Flammensturm erlernt ist aber auch in diesem Spiel auch, Leute. Und wisst ihr, auf welchem satten Level? Richtig, Level 76, ist ja bald, ne? Sind ja nur 35 Level. Aber gut, ich will mich mal nicht über Flamara beschweren. Es hat zusätzlich noch Biss und Ruckzuckhieb erlernt. Biss ist sogar ganz brauchbar, genauso gut wie Ruckzuckhieb bei dem hohen Angriff. Priorität, warum nicht, ne? Aber ich mache mir halt echt Sorgen. Ich meine, ich muss ja jetzt noch zwei Level trainiert kriegen. Und es kann eventuell noch ein bisschen tough werden. So, Dragonslayer hat sich nichts getan, Hakan auch nichts. Gasrau ist jetzt aber auch neu im Team, wie gesagt. Ja, mal gucken, der Step-Spukball, der sollte da schon reinhauen. Ganjakov, da hat sich auch nicht sonderlich viel verändert. Und natürlich Stone Cold. Stone Cold bleibt vorübergehend erstmal im Team. Wie gesagt, ich werde natürlich auf jeden Fall zur nächsten Arena noch rotieren müssen. So ein Stone Cold, der wird dann nämlich nicht länger im Team bleiben können. Das kann ich euch garantieren, weil in der Kampfarena laufe ich sicherlich nicht in einen Gesteinsboden-Pokémon rein. Das ist nicht ganz so produktiv, sag ich mal. So, hier können wir das Ganze mal wieder ein neues Pokémon fangen. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, was ich mir für ein Pokémon wünsche. Ich wurde gestern im Stream gefragt, der wieder richtig geil war. Vielen, vielen Dank an jeden, der da war. Hashtag Banger Army. Wurde ich gefragt, ja, Regi, wie sieht's denn aus bei dir? Was ist denn so dein Wunsch-Pokémon? Da habe ich gesagt, mein Wunsch-Pokémon ist ganz klar aktuell Xerox. Ich liebe Xerox. Xerox ist ein sehr cooles Pokémon, ja, und Xerox geht immer. Hatte ich auch in meinem ersten Bloody Platin Run. Das Problem war dann halt leider, dass es dort diverse Probleme gab. Deswegen würde ich mir jetzt hier in Sicht, glaube ich, ist das gut? Ist das gut? Ein Xerox, Alter. Oh, Macarena, ist das gut? Leute, ich weiß gar nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit hier für das Xerox war. Ich bin mir ziemlich sicher, die Wahrscheinlichkeit war nicht mal so hoch. Ich denke mal, die lag da bestimmt nur so bei 5%, vielleicht sogar weniger. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit für Sichlo war 4%. Die für Xerox dann auch? Aber ich freue mich da jetzt gerade richtig drüber. Ich kann nämlich mit Xerox richtig viel anfangen. Vor allen Dingen, weil das also das erste Spiel war, in dem Xerox, sag ich mal, seinen Durchbruch bekommen hat. Weil Xerox jetzt in diesem Spiel Patronenhieb erlernt hat. Mit Platin konnte nämlich Xerox dann Patronenhieb erlernen. Und das war schon ein Grund, warum Xerox dann so bombastisch wurde. Das war ein Crit, das finde ich nicht so gut. Aber ich krieg die Crit-Para, besser geht's nicht. Vielleicht noch die Full-Para hinterher. Nee, leider nicht. Okay, was jetzt halt bei Xerox wichtig ist, ist, dass es Techniker hat. Das wäre halt natürlich das i-Tüpfelchen, um alles nochmal abzurunden. Aber die Tatsache, dass ich jetzt hier einen Xerox habe, ne, ist alleine schon bombastisch. Leute, ein Xerox, ja. Bukatina lebt. Das Ding ist halt, inwieweit ist das dann brauchbar? Ich glaube sogar Eisenabwehr könnte ich sogar dann benutzen für die nächste Arena. Weil ich meine, da ist ein Lucario. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein spezielles Lucario wäre. Das wäre natürlich ein Problem. Aber gut, gucken wir mal. Wir müssen natürlich das Xerox auch noch erstmal fangen. Das sollte auch nicht allzu einfach werden, weil ich habe halt noch Pokébälle. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Was hat denn Xerox für eine Fangrate? Die sollte doch gar nicht mal so hoch sein. Ah gut, das ist im roten Bereich und paralysiert. Von daher, besser geht's nicht. Ich freue mich. Xerox, was geht? Xerox, Kneifer. Setzt seine mit Markierung versehenen Scheren ein, um Gegner einzuschüchtern. Nicht schlecht, ey. Jetzt brauche ich nur noch einen Namen dafür. Es ist weiblich, das ist nicht schade. Xerox ist so ein Pokémon, das hätte ich natürlich eher gerne männlich. Ich nenne es trotzdem erst... Ja, doch, komm. Ja, so nennen wir es. Komm. Das ist ein Re-Let's Play und wenn ich schon die Gelegenheit habe und diese Situation nutzen kann, in der ich ein Xerox bekomme, das so geil ist, dann nenne ich das natürlich wieder Bukatina, ja?
Angelina, der Wrestler Booker T. Geil. Er hat halt so einen Move gehabt, der hieß der Scissors Kick. Das war so halt sein Signature Move, sein Finisher war das, ja. Scissors sind ja die Scheren und Sherox hat Scheren als Händler. Das ist ein guter Name, finde ich. So. Komm, jetzt hab noch Techniker und alles ist gut. Es hat. Holy damn shit. Okay, das Wesen ist nicht mal so schlecht. Das ist ein Plus-Initiativwesen. Damit kann man auch was anfangen. Plus-Initiative minus Spezialverteidigung müsste das sein. Hastig. Ja doch, hitzig ist das andere, genau. Krass. Wow, was ist da denn los in den letzten Episoden? So ein Luxus-Pokémon. Krass. Ich kann mir ja ein richtiges Sandsturm-Team zusammenbauen. Krass. Einfach nur heftig. Wow. Leute, man merkt es mir, glaube ich, gerade an, ich bin komplett baff gerade. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass ich hier ein Scherox bekommen werde. Ich kann mich versichern, wir werden auch keinem zweiten Scherox hier begegnen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So, wer warst du? Ich ruhe mich aus, als wäre ich ein Vogel-Pokémon, würde ich Ruheort verwenden. Haha, du solltest auch schlafen. So, ich habe heute richtig lang geschlafen. Leider so lange, wie ich eigentlich nicht wollte. Aber das passt schon, das passt schon. Ah. Solange es Straße gibt, werde ich weiterrennen. Ja, dann müssen wir ihm, glaube ich, die Straße wegnehmen. Dann wird er vielleicht mal gegen uns kämpfen. Ich habe keine Ahnung. So. Wie sieht es eigentlich hier aus mit den Trainern? Welchen Level sind die? Ich weiß es nicht. Ich bin da gerade auch ein bisschen überfragt. Kämpfen wir einfach mal gegen diesen einen Bob da. Meine Pokémon sind mir das Zeit und die Welt stärker geworden. Ich bin richtig stolz auf mein Pokémon. Okay. Du bist stolz auf dein Pokémon. Anton. Hey, Anton. Ich bin so schön. Ich bin so toll. Ich bin der Anton aus Tirol. Okay. Vergessen wir das. Ihr habt nichts gehört. Das ist jetzt aber gerade ziemlich beschissen, ne? Ich habe gar keine krasse, krasse Antwort. Ja, genau. Ich habe gar keine richtige Antwort auf Miltank. Ich habe Gasrohr. Kann ein Gasrohr irgendwas? Nee, ne? Gegenschuss. Gar nichts. Müsste ich wohl auf Stone Cold zurückgreifen, weil das Miltank bestimmt so Body Slam und so faxen kann und Fettschicht hat es auch oder Speckschicht oder wie der Move auch heißt. Ja, das war, glaube ich, eine ganz gute Wahl, hier auf Stone Cold zurückzugehen. Das war ein guter Job von mir. Da muss ich mich selber mal loben. Hier, Schulterklopfer für mich selber. Das hast du gut gemacht, Junge. Das hast du gut gemacht. Liebreiz. Wie war das? Mein Spezialangriff sinkt jetzt. Der haben zwei Stufen, ne? Das war Charme, Leute, für den Spezialangriff. So, Special Verteidigungsdrop diesmal nach dem ersten Zertrümmerer. So lobe ich mir das, Stone Cold. Steinkalt. Sehr gut von dir. Gyroball. Ja, das wird jetzt leider nicht so viel Damage machen, weil Stone Cold leider nicht der schnellste Pokémon ist und halt eine gute physische Verteidigung hat. Ne? Deswegen Köpfchen anstrengen, ja? Vielleicht kommt da bei dir auch mal was rein. Okay, Miltank. Also, ich denke mal, Miltank, was ist ein passendes Pokémon zu Miltank? Tauros, ne? Ja, dann wird er wahrscheinlich noch Tauros haben. Gehe ich eigentlich sogar sehr stark von aus, dass mein Gegner jetzt ja auch noch Tauros in den Kampf schicken wird. Ich bin mir eigentlich sogar recht sicher, dass jetzt danach Tauros in den Kampf geschickt wird. Weil das sind halt immer diese Pokémon, die halt im gegnerischen Team zusammenpassen, wisst ihr? Da muss man halt immer so Strukturen erkennen. Da kann man auch so mal so ein Blind-Let's Play gewisse Formen sehen. Das ist teilweise auch schon sehr wichtig. So, kommt jetzt das Tauros? Wusste ich doch. Seht ihr Tauros, Leute? Köpfchen, ja, Köpfchen. Tauros. Tauros ist jetzt ein bisschen kniffliger, weil es eventuell Bedroher hat. Oder höchstwahrscheinlich Bedroher. Hat Bedroher? Ja, es hat Bedroher. Aber trotzdem sollte mir das Tauros jetzt auch hier wieder nichts entgegenwerfen können, weil Tauros halt von selber nur Normalattacken, soweit ich weiß, lernt. Soweit ich weiß. Wenn ich mich hier irre, Leute, dann schreibt es mir gerne rein. Aber ich glaube, in dieser Gen war es noch so. Es lernt halt so Normalattacken, ne? Das war's. So, nochmal der Defense Drop. Sehr schön. So lobe ich mir das. Ich liebe Defense Drops mit Zertruma. Wenn sie eintreffen, nicht so wie bei Boeing genau vor zwei Episoden. Das war nicht gut. Das war. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, es war katastrophal. Und jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich, glaube ich, Bodycheck mit dem Crit K.O.en würde. Und okay, oder wir critten vorher das Tauros. So geht's natürlich auch. Nicht schlecht, Stone Cold. Wow, Stone Cold macht ja mittlerweile echt krass Angst. Ist jetzt auch Teamleader mit Gasrau. Das ist echt heftig. Wow. Chapeau. Ich kann jetzt da mein Stone Cold nur loben. Sehr, sehr, sehr guten Job, den ihr jetzt bis hier erledigt in diesem Let's Play. Hat mich noch gar kein einziges Mal enttäuscht, außer dagegen wohin genau, aber das verzeih ich ihm. Wie war das jetzt hier?
Ja, wir müssen jetzt als nächstes nach Schleide, war das, ne? Sieh mal, der Glanz des Fels meiner Pokémon ist sehenswert. Oh, wir können uns hier Kumu-Milch kaufen. Oh, nice. Jetzt habe ich schon wieder richtig viele Personen erschreckt, ne? Aber es tut mir echt leid, Leute. Das wollte ich nicht. Aber ich kann hier Kumu-Milch kaufen. Das ist schon eine Info, die sehr, sehr wichtig für mich ist. Okay, Sandan sollte Morpho eigentlich hinkriegen bei dem hohen Angriff. Aber Sandsturm. Das Gute ist, na, das ist nicht gut. Mein Pokémon hat Zertrümmerer, das ist gut. Nicht Zertrümmerer, Leftover, so. Das Problem ist, das Ding hat, wie hieß das? Sandschleier, genau. Das heißt, wenn ich jetzt Pech habe, könnte ich das Sand dann erstmal ein bisschen nicht treffen. Das ist dann natürlich, auf gut Deutsch gesagt, scheiße. Deswegen, Sandan, benimm dich, lass mich dich treffen, ja? Benimm dich, Sandan. Sehr gut, brave Sandan. Und was war das denn gerade für eine ultra-gaye Pose von mir? Egal, vergessen wir das. Not bad. Also, mit dem Team, was wir jetzt aktuell haben, läuft sogar anscheinend echt gut. Bis jetzt. Vor allen Dingen, wir haben jetzt auch noch ein freaking Xerox, ja? Das Lustige ist, wisst ihr, wie Xerox in dem Original-Run draufgegangen ist? Ich glaube, das war irgendwie Part 20, 30 rum. Müsst ihr mal irgendwie da rumgucken. Das war auf jeden Fall, nachdem ich den 5. Orden erhalten habe und dann halt diese Route um die Burg oder das Schloss da gemacht habe, hatte ein Trainer einen Leta King. So, ich habe halt Patronip benutzt. Das war halt, Patronip habe ich ihm halt frisch beigebracht. Oder habe ich ihr frisch beigebracht, ja? Ich meine, den Move-Toter oder den Move-Relearner gibt es ja erst in Wasserburg. Wie heißt der, die Stadt da? Nicht Wasserburg. Wie heißt die Stadt? Die mit dem 5. Orden. Irgendwas mit Burg. Oder mal, keine Ahnung, wie die Stadt heißt. Ja, Städtenamen ist immer so eine Sache bei mir. Jedenfalls, dort gab es dann halt diesen einen Trainer. Mit dem Leta King. Und ich habe halt Patronip benutzt und er... konnte. Und ich war weg. Ja, das war eine Erfahrung, auf die ich gut und gerne hätte verzichten können. Aber... was soll man machen, ne? Man muss mal manchmal auf die Fresse fallen, um lachen zu können, sagt man ja so schön. Passt in der Situation jetzt so gar nicht rein, ich weiß, aber ich wollte einfach jetzt mal einen Spruch bringen. Weil ich so gut drauf bin aktuell. So, Itemsperre. Oh, du Bitch! Das heißt, meine Überreste funktionieren nicht mehr, aber müssen auch nicht funktionieren, weil... ja. Mein Gegner benutzt den Scanner und der Sandsturm hört in der Runde gerade auf. Ist eigentlich gut, ich weiß, aber dadurch verfehle ich jetzt, glaube ich, auch einen Turret-KO. Aber mit dem Sandsturm hätte es gereicht. Jo, mit dem Sandsturm wäre das Sengo jetzt weg. Naja, kann man nichts machen. Ich meine, Sengo, das knockt sich jetzt gerade selber aus mit Scanner und... was hat er noch? Was konnte es noch? Scanner? Itemsperre? Wahrscheinlich noch irgendein Angriffsmove? Zermalmklau oder so? Ja, aber... ist mir ja egal, ne? Hakan macht halt auch wieder einen soliden Job. Hakan ist Chef. Hakan ist gut. Hakan ist very good. Ist eigentlich ein Kampf-Elektro-Pokémon? Kampf-Elektro gibt es, glaube ich, noch gar nicht, oder? Kampf-Elektro? Ich glaube, Kampf-Elektro gibt es sogar tatsächlich nicht, ne? So ein Rocky Balboa auf Speed. Das wäre doch mal geil. Sollen die mal einführen. Okay, weiter geht's. Ist das nicht jetzt... was bist du für eine Trainerin? Ich bin noch grün in den Ohren, aber ich werde mein Bestes geben. Wenn du grün in den Ohren bist, wie wär's, wenn du dich mal wäscht? Ja gut, ne? Ich weiß. So, Rettern. Ich wusste, dass sie Rettern hat. Sandan und Rettern sind auch irgendwie so zwei Pokémon, die zusammenhängen. Ich weiß nicht wie, weil äußerlich und von den Statuswerten und so hängen die eigentlich gar nicht zusammen, aber irgendwie auch wieder schon. Also im Pokédex sind die, glaube ich, auch beieinander. Also die Familien von den beiden. Keine Ahnung. So, Schlammau sollte jetzt gar nicht so viel machen. Ja, sei ja. Es war sehr effektiv und so. Es ist ein 65er-Move, aber Morpho hat halt eine brauchbare Spezialverteidigung. Es gibt ja auch Spezialdefensive Flamaras. Mit Wunschtraum und Flammensturm, die man im Never Use oder VP oder was weiß ich was spielt. Finde ich sogar cool. Habe ich noch gar keins. Ich habe nur eine oder zwei offensive Flamaras und so ein defensives Flamara. Sollte ich mir eventuell demnächst mal machen. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt gerade richtig Bock mal Gashorn Aktion zu sehen. Und ich glaube auch wirklich, Arbok ist so ein gutes Testsubjekt. Testsubjekt, wie das klingt. Kann, glaube ich, Biss oder vielleicht sogar Knirsch, aber das sieht mich nicht die Bohne. Gasrohr, zeig einfach mal, wie Schaden du zum Spukball machen kannst. Ich muss jetzt mal so eine Übersicht haben von dir, was du so leisten kannst, weißt du? Dann weiß ich auch, wofür ich dich benutzen kann und wofür nicht. Und alright, alright. Also ich würde ja sagen, Gasrohr, Test bestanden, ja. Narbok, das fast auf demselben Level ist wie du mit
nicht mal ein Plus Spezialangriffswesen zu K.O.'n. Das schafft auch nicht jedes Pokémon. So, wie Pites. Ja, irgendwie fällt jetzt gerade Ganjok auch zurück. Ich merke schon, aber... Was soll ich da machen? Was kann ich da machen, ne? Ganjokopf, solltest du vielleicht mal dafür sorgen, dass du demnächst mal irgendwelche Geist- oder Kampf-Pokémon oder so bekommst. Ich weiß es nicht. Selbst das wie Pites ist Overkill. Ich meine, jetzt kommt der Knirscher. Ja, aber den sollte ich da tanken können. Weil ich habe ein freches Wesen... ich sag, ja, so gut ist das nicht. Kann wie Pites nicht Tiefschlag? Wie Pites kann Tiefschlag? Aber es kann Tiefschlag nicht von alleine erlernen. Ja, klar, ja. Huhuhu, da habe ich jetzt gerade mit dem Feuer gespielt. Aber es hat sich gelohnt. Gras brauche ich erstmal der Zerstörer der Zerstörer. Ich bin der Zerstörer. Hat jetzt gerade Grasmann gesagt oder Grasfrau? Ich weiß nicht. Egal, Gas Woman. Let's do this. Packen wir mal Haka nach vorne. Und... Haka und Dragon Slayer ist ein richtig kontraproduktives Team, ja. Wenn ich irgendwann vielleicht mal Donnerblitz habe, dann warum nicht, aber... Haka und Stone Cold hingegen sollte so ein ganz gutes Team abgeben. Waren die bei diesem Doppelkampf? Benutzen die nicht Galoppos oder so? Hohoho, ich sage jetzt, wie gut du und ich zusammenarbeiten. Wenn mein Pokémon bei mir ist, kann ich sogar ein bisschen faulenzen. Ja, aber faulenzen ist nicht. Heute wird gearbeitet, ja? Schlagt eure Seite 10 neuen Geschichtsbüchern auf. So, oh Gott. Nidoking und Nidoqueen, also, okay. Das sind so, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Das kommt jetzt schon echt unerwartet. Ich glaube, in den Originalspielen hatten sie Ponita, ich weiß nicht, aber hier anscheinend nicht. Hier haben sie Nidoran, Nidorino, Nidorina, Nidoqueen und Nidoking. Okay, dann spielen wir halt das Spiel, kein Problem. Das sollte ich schon irgendwie hinkriegen können. Das Problem ist, welchen Level sind die? Ich meine nämlich, dass Nidoking und Nidoqueen auf Level 43 nochmal starke Moves werden. Ich glaube, bei Nidoqueen war es Erdkräfte, bei Nidoking waren es viel Ender, wenn ich mich nicht irre. Erdkräfte könnte halt für Stone Cold fatal sein. Okay, und ich glaube, Stone Cold will ich da jetzt gerade eigentlich auch wirklich nicht drin lassen. Ich gehe mal raus auf... auf Ganjakopf. Vielleicht hätte ich vorher das Nidoqueen anpeilen sollen. Ich weiß nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht reicht jetzt die Aquawelle aus. Auch aus. War ein überraschender K.O. Ich bin ja auch irgendwie eh schneller. Sehr gut. Doppelkick. Okay, je nachdem, was die... Ah, warte, das Nidoqueen kann ja eh keine Erdkräfte. Okay, eigentlich ist es jetzt komplett egal, was wir machen. Ja. Eigentlich ist es echt komplett egal, was wir machen. Ist total irrelevant. Ja, passt. Mache ich jetzt Aquawelle hier drauf und Megasauger auf das Nidoking. Das heißt, ich kriege nochmal eine Runde zusätzliche Aquawelle auf das Nidoqueen, während das Nidoking dann wahrscheinlich von dem Megasauger eh K.O. wird. Vielleicht kriege ich jetzt sogar eine Verwirrung, das wäre natürlich nochmal das I-Tüpfelchen. Leider nicht. Doch, klar, ja, komm, sollten wir tanken. Hey. Ja, doch, tanken wir. Aber die ist... Ja, ey, komm, komm, komm. 2 gegen 1 finde ich jetzt nicht so nett. Bong. Das hat sich angekündigt. Ein weiterer fucking Crit, der mir ein Pokémon nimmt. Jawohl. Sehr schön Spiel. Sehr schön Spiel. Sehr schön Spiel. Das ist so undankbar, wirklich. Das ist so undankbar und so unverdient. Vor allen Dingen auf Ganjakopf. Warum Ganjakopf? Es hat sich angekündigt, Ganjakopf ist echt krass zurückgefallen, ne? Aber Ganjakopf und ich, wir wären keine Freunde mehr geworden. Na, das ist uncool, das ist echt uncool. Und wie gesagt, das ist mega unverdient. Ist ja nicht so, als ob ich schon jetzt die letzten Folgen genug... Ja, okay, ich hatte jetzt 2 Folgen meine Ruhe, aber wow, 2 Folgen. Und jetzt wird ihm wieder ein Pokémon genommen und Ganjakopf auch noch. Ja, der sollte auch als Vertreter von Blumhouse so eintreten, aber es... Ich muss gestehen, das Projekt war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ich meine, ich bin jetzt emotional, ich will nicht sagen, aufgewühlt bin ich echt nicht, aber... Es ist lächerlich, Mann. Warum denn? Ich hol... Ach, Fuchtler.
Er kann zum Beispiel Hakan oder Ganjakov treffen. Aber es trifft natürlich meinen Ganjakov. Da kommt natürlich Body Slam, der nie im Leben K.O. hätte bei Nidoqueens Angriff. Nachdem ich den Schaden gesehen habe von dem Dingenskirchen da. Mann, es ist so undankbar, wirklich. Ich hatte Ganjakov noch gar nicht so lange im Team. Ich meine, ich hätte dann sogar. Oh nein. Ich meine, zumindest habe ich ja jetzt sogar in dieser Episode soliden, eigentlich sogar mehr als soliden Ersatz gefunden. Ich glaube, so wird das dann auch. Also so werden wir das, glaube ich, dann auch machen. So werden wir das, glaube ich, tatsächlich machen. Das sollte so eigentlich passen. Dass ich einfach Bukatina reinnehme als 1:1 Ersatz. Ich meine, Gift-Pokémon haben wir jetzt mittlerweile auch. Das Problem ist, ich habe kein Pflanzen-Pokémon. Ich muss dann mal schauen, ob ich überhaupt eins brauche. Pflanzen-Pokémon wären halt insofern wichtig. Für, ich gucke mal, für Wasser-Pokémon wäre es eigentlich irrelevant. Da habe ich Hakan. Teils auch Dragon Slayer. Gut, ich habe halt eine Wasserschwäche. Aber ich habe halt Hakan und Dragon Slayer. Das sollte eigentlich fürs Erste ausreichen. So, und wenn ich dann das reinnehme, habe ich noch was gegen Gift-Pokémon, Kampf-Pokémon kann ich dann halt mit Eisenabwehr auch nerven. Ich meine, habe ich sonst noch irgendwelche Alternativen? Das heißt aber, lohnt nicht. Slay Mega auch erst, wenn ich in der Stadt bin mit dem Move Relearner, damit ich direkt zu Jan Mega machen kann. Erda, ja, sowieso nicht. Lavolia und Tank. Lohnt sich irgendwie alles nicht. Also das nächste Beste ist tatsächlich Bukatina. Wow, und die Box, die steigt und steigt, ne? Seit dem gewissen Kart vor Herzofen. Vor Herzofen, Leute, bevor wir den Kraterberg zum zweiten, also den Kraterberg Richtung Herzofen betreten haben, hatten wir nur unser Tentara in der Box. Und seitdem sind es 5 Teammitglieder. 5. Egal, so. Ganjakov, was kann ich zu dir sagen? Ich hatte Großes mit dir vor. Du solltest in die Fußstapfen von Blumosaur treten, aber um ganz ehrlich mit dir zu sein, du hast von Anfang an schon bisschen enttäuscht. Ich weiß, du kannst da nichts für. Du bist noch kein Giflor. Du hättest ein Giflor werden können. Ich hätte den Blattstein holen können, aber ich wollte halt erst, dass du Gigasauger lernst. Gigasauger war schon Pflicht auf dir. Sonst machst du halt ultra wenig Schaden, ne? Eigentlich hätte ich dir zugetraut, dass du vor der 5. Arena auf jeden Fall noch, vierten, auf jeden Fall noch den Move erlernst. Gigasauger aber kam halt leider nicht dazu. Und jetzt muss ich mich an dieser Stelle leider bei dir verabschieden, Ganjakov. Danke trotzdem für deine Leistung und auch du hast deinen Platz im Paradies. Oh, stimmt, das habe ich ja irgendwann mal hinten hin verbannt. Wow. Stimmt, ich hatte noch ein Kombi. Naja, nicht schlecht. Also, Bukatina, very good, very nice. Kommt da jetzt ins Team rein. Nicht Pokémon bewegen. Items bewegen. Ja, Bukatina, willkommen im Team. Ich meine, du hast sogar ein solides Team, mit dem man was anfangen kann. Solides Wesen, Verzeihung. Ja, und du trittst jetzt auch in die Fußstapfen von Bukatina aus dem Classic Run, ne? Frage ist, was mache ich mit dir jetzt genau? Du kannst halt nur Kreuzschere, ne? Erstmal. Aber da soll. Ich weiß nicht. Später kommt halt noch Patronhieb drauf. Stimmt, das kann auch Schlitzer. Das sind aber alles beides jetzt gerade so Angriffe, die halt nicht profitieren. Aber Eisenabwehr finde ich gut. Eisenabwehr ist gut. Mit Eisenabwehr kann ich auf jeden Fall sogar noch recht viel anfangen. Könnte ich ihm jetzt noch was beibringen? Rückkehr? Nee, wenn es kaputt ist. Stahlflügel? Nee, lohnt nicht. Da bin ich ein paar Patronen vorbei. Nee. Dunkelklaue lohnt auch nicht. Kein Technikerboost. Ah, irgendwie enttäuschend. Zu Schneider. Ja, Technikerboost geil. Nee, dann muss ich wohl erstmal so abwarten. Okay. Ja, Leute, das ist jetzt echt schade. Ich hatte mit Ganjakov schon noch ein bisschen was vor. Ich hatte mit Ganjakov sogar noch Großes vor, so viel kann ich sagen, aber Ganjakov hat mich dann leider ein bisschen enttäuscht. Ja, ich weiß, Ganjakov kann da jetzt auch nicht so viel für, aber ich hätte da schon ein bisschen mehr erwartet. Ganz ehrlich, also das war laues Lüftchen, was da rauskam. Ich kann mich an einen Kampf erinnern, als ich Ganjakov trainiert habe, das war gegen Tauros. Das hat so gestruggelt. Ich meine, okay, es war ein Tauros, aber da habe ich mich echt aufgeregt. Taos, Erholung, Erholung, Erholung. Ganjakov, aha, Schaden, Schaden. Ich hoffe auf einen Säuredrop, Säuredrop. Nix da. Egal, Leute, ich sage jetzt an dieser Stelle einfach mal, das war's
Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ihr wisst Bescheid, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, würde mich sehr unterstützen und supporten. Dann sehen wir uns zur nächsten Episode wieder und dann machen wir uns weiter auf den Weg Richtung Schleide. Und bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao, euer